Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen zu meiner aktuellen Bücherwoche, in der ich 2,5 Bücher gelesen habe und nach wie vor im Game of Thrones Fieber bin. Ja, es ist natürlich, wenn man eine Serie suchtet und ja ein bisschen was aufholen muss, ich bin ja doch ein bisschen eigentlich im Verzug, ist natürlich ein bisschen mehr Serienzeit dabei herausgesprungen als Lesezeit, beziehungsweise habe ich eben auch ein längeres Hörbuch am Hören, was natürlich dementsprechend auch einfach 2 Wochen braucht, weswegen es jetzt sozusagen 2,5 Bücher sind. Ich werde aber natürlich zu dem Halbbuch noch nicht allzu viel sagen, weil jetzt aktuell, wäre ich fast fertig, aber ja, ich möchte natürlich erst dann darüber sprechen, wenn ich es wirklich final gelesen habe. Ja, neben der 2. und 3. Staffel von Game of Thrones habe ich gelesen, und wenn es nicht gut ist, ist es nicht das Ende, von Miriam Oldenhave, je nachdem, ich habe leider gar nicht geguckt, wo die Autorin herkommt. Und ich habe ein bisschen Sommerstimmung zu mir ins Lesehaus sozusagen geholt. Und zwar der Kolibri-Sommer von Franziska Erhardt. Ja, neben all der schweren High-Fantasy-Kost von Game of Thrones und auch von dem Hörbuch Der Drachenbeinthron von Ted Williams musste beim Kolibri-Sommer einfach ein bisschen gute Laune her. Ja, ich habe es jetzt schon gesagt, das halbe Buch der Woche ist das Hörbuch, und zwar Der Drachenbeinthron, der erste Teil der Reihe von Ted Williams, das mir ja so oft schon empfohlen wurde. Und indem ich so knapp, glaube ich, tatsächlich die Hälfte auch in der ersten Woche gehört habe, es hat, glaube ich, fast 1000 Seiten und, ich muss mal kurz spicken, 36 Stunden, also umgerechnet bei mir 18 Stunden, weil ich höre es ja auf doppelte Geschwindigkeit. Und dennoch ist es natürlich schon neben Game of Thrones schon etwas, wo man sagt, okay, man will natürlich auch hören, ein bisschen Lesezeit haben, und hören geht bei mir halt auch wirklich ganz, ganz toll. Aber wir starten natürlich wie immer, wie gewohnt, der Reihe nach mit "Und wenn es nicht gut ist, ist es nicht das Ende" von Miriam Oldenhave. Ich spreche es jetzt einfach mal Englisch aus. Der Titel erinnert manchen bestimmt an ein Zitat von Oscar Wilde, und das ist auch das, was mich direkt angesprungen hatte. Der Titel und auch das Cover, was sehr ruhig war, aber es hatte irgendwie was, und mit dem Klappentext hatte es mich dann im Grunde gecatcht, und so habe ich es dann auch gelesen. Ihr findet alle Infos immer unten in der Infobox zu den Büchern, Links zu den Büchern. Ihr seht da auch die Info, was ein Rezensionsexemplar ist und was nicht. Schaut da einfach unten in die Infobox, da findet ihr auch Instagram und die Lesegruppen auf Facebook und allerlei Infos. Schaut da gerne mal vorbei. Ja, wir treffen hier auf Julia, eine junge Frau, die von ihrem Mann betrogen wird, nicht zum ersten Mal, und jetzt aber endgültig den Schlussstrich zieht und im Grunde dann irgendwie auf der Straße steht, eine Wohnung sucht. Als sie bei dieser Suche angesprochen wird von einem jungen Mann, der ihr davon erzählt, dass es hier eine Villa gibt, im Grunde in der eingezogen werden kann, den Kontakt herknöpft, und sie findet sich in einer ganz tollen Villa wieder. Das Ganze hat aber einen kleinen Haken, denn die Besitzerin der Villa liegt im Koma und muss da im Grunde ein bisschen betreut werden. Das heißt, mit ihr muss Gymnastik gemacht werden und Ähnliches, was eben bei Koma-Patienten so getan wird. Und das ist im Grunde die Gegenleistung, damit sie in diesem Haus wohnen kann. Allerdings steht es um die Patientin nicht ganz so gut. Auch ihr Neffe, der das so organisiert, und weil er eigentlich keine richtige Lust hat, sich drum zu kümmern, ist nicht so der Sympathischste. Allerdings zieht sie trotzdem erstmal ein, besser als nichts. Und dort trifft sie dann auf ganz unterschiedliche Charaktere, die in diesem Haus wohl irgendwie ein- und ausgehen. Wir haben hier ein junges Mädchen, die sehr speziell ist, der es zu Hause nicht so richtig gut geht, die eine sehr merkwürdige Mutter hat. Aber wir haben durchaus auch die Nachbarskatze, die spätestens als sie im Karton dann ein paar Katzenbabys hinterlässt, sofort in das Herz von Julia aufgenommen wird. Auch andere spezielle Menschen gehen in diesem Haus ein und aus, angefangen von der Friseurin über einen Drogendealer
Und ja, als aber dann der Deal mit dem Neffen so ein bisschen zu zerbrechen droht und da verschiedenste Pläne mit der Koma-Patientin da sind, steht natürlich so Julia so ein bisschen vor der Lebenskippe und ja, muss einfach gucken, wie sie ihr Leben wieder in den Griff bekommt. Der Einstieg der Geschichte hat mir sehr, sehr gut gefallen. Man war sehr schnell drin, man hat Julia kennengelernt, ihre Lebensumstände, die Villa bildhaft beschrieben und wir haben auch die verschiedensten Charaktere kennengelernt, die alle sehr speziell sind, aber ja, vielleicht jetzt so ein bisschen ungewöhnlich wirken, aber ich glaube, dass es so spezielle Menschen einfach wirklich gibt. Der Anfang hat mir gut gefallen, man ist wirklich ganz toll reingekommen und auch ja, wie die Charaktere so eingeführt wurden, hat mir sehr gut gefallen. Alles in allem ist es eine sehr ja, sprachlich ruhig erzählte Geschichte, also man muss jetzt nicht glauben, dass hier unglaublich viel passiert, aber sie ist an manchen Stellen sehr tiefgründig, holt wirklich das Beste aus den Charakteren heraus, bringt uns wirklich auch das Leben dieser Charaktere näher, aber es gibt durchaus sehr oberflächliche Momente, was ich unglaublich schade fand. Also wenn man es sich einlässt, tiefgründig wird, auch so sein Herz in diese Geschichte gibt und bekommt dann aber irgendwann nicht mehr das zurück, was man selbst gegeben hat, fand ich es manchmal ein bisschen anstrengend, mit dieser Oberflächlichkeit ja, umzugehen. Mir hat dann doch immer wieder der Tiefgang gefehlt, was ich in der Geschichte aber einfach gebraucht hätte und auch davon erwartet hätte. Der schnelle Stil der Geschichte mochte ich ganz gerne. Allerdings konnte ich viele Gedanken der Charaktere dann doch manchmal nicht nachvollziehen, beziehungsweise war das Handeln von ihnen dann doch ein bisschen speziell, was einem hätte einfach näher gebracht werden können. Es war ein sehr schönes und auch liebevolles Miteinander der Charaktere, was einen dann doch so ein bisschen das Herz erwärmt. Also es ist schon eine sehr spannende Geschichte und auch einfach so diese Lebensgeschichte von Julia und all den Charakteren und auch wie die zueinander finden, zueinander kommen, wie die miteinander umgehen, das hat mir unglaublich gut gefallen und auch wie uns die Probleme der einzelnen Charaktere erzählt wurden, hat die Autorin für mich wirklich großartig erzählt. Allerdings wurde ich auch mit Julia nicht so richtig warm. Denn sie wirkte trotz ihres, also ich sage jetzt mal so, vielleicht in meinem Alter, vielleicht ein bisschen jünger, sehr unbeholfen und naiv. Und ja, das kann man durchaus auch noch mit Mitte 30 sein, hat aber für mich nicht so richtig zum Rest ihres Lebens und ihrer Umstände gepasst, was ich ein bisschen schade fand. Und sie wirkte mir manchmal auch ein bisschen zu kühl. Das könnte aber natürlich auch einfach am Erzählstil der Autorin liegen. Es ist eine schöne Geschichte, eine langsame Geschichte, die mich an mancher Stelle sehr tief bewegt hat, aber es irgendwie nicht so durchgängig diese Nachhaltigkeit in mir hatte, wie ich es mir eigentlich bei diesem Titel versprochen hatte. Alles in allem hat mir der Stil der Autorin immer wieder mal gut gefallen. Aber es waren eben auch einfach so diese Oberflächlichkeiten und dieses sehr schnelle, nicht nachvollziehbare, was mich so ein bisschen ratlos an mancher Stelle auch zurückgelassen hat, wo ich sage, ich hätte da einfach mehr gebraucht. Und ja, das so alles in allem war es okay, es war schön, aber der Titel, das Cover und der Klappentext haben viel mehr versprochen, als ich von der Geschichte bekommen habe. Ich bin jetzt nicht enttäuscht oder ähnliches. Ich fand es wirklich schön erzählt, deswegen habe ich es dann auch zu Ende gelesen, weil man natürlich wissen will, in welche Richtung es geht. Auch über das Ende lässt sich durchaus streiten, ob man das für ein schönes, gutes Ende hält oder man sich noch hätte irgendwie etwas Realistisches, anderes irgendwie erwartet hätte. Man kann es lesen, es gibt aber keine uneingeschränkte Leseempfehlung von mir. Anders dann beim Kolibri-Sommer von Franziska Erhard, ein Buch, das mich natürlich durch das Cover angesprochen hat. Sowohl Cover wie Titel haben mich total angesprochen und ich habe von der Autorin auch diese Sache mit Paris, ich glaube im letzten Jahr gelesen, wo es um das Model und den Fußballer in Paris ging, die so eine Scheinbeziehung führen und ja, wo wirklich eine wunderbare Liebesgeschichte dabei entstanden ist. Und so hat mich auch der Kolibri-Sommer natürlich angesprochen. Wir treffen hier auf Fanny. Also ich habe sie deutsch ausgesprochen, weil sie eben auch eine Deutsche ist. Sie ist Erzieherin, hat aber gerade so ein bisschen Probleme mit ihrem Job, hat auch Probleme in der Liebe, hat Job verloren, ja, den Mann verloren und ist auch aus ihrer Funke-Mariechen-Gruppe geflogen, weil sie sich da mit der neuen Trainerin nicht so richtig verstand. Sie trifft auf eine alte Freundin wieder, die auf einem Campingplatz in Südfrankreich ihr Glück gefunden hat. Einmal ihre Liebe und eben auch ihren Job. Sie führt nämlich diesen Campingplatz.
Und ja, sie bietet Fanny direkt einen Job als Animateurin an. Und schwupps finden wir Fanny in Südfrankreich wieder, wo sie auf die unterschiedlichsten Menschen trifft. Natürlich auf die Animateure, auf das ganze Personal, aber natürlich dann auch auf die unterschiedlichsten Gäste. Und hier sind wir wirklich mit dabei, wie funktioniert der Ablauf auf so einem Campingplatz, was machen, leisten Animateure ja, in der Gästezeit, was machen sie vorher. Wir sind bei den Proben mit dabei, bei der Organisation und allerhand ja, im Grunde Hintergrundinfos. Und ja, sie ist, unsere Fanny ist auch beim Abendprogramm mit beteiligt, wo unter anderem dann auch zum Beispiel Dirty Dancing aufgeführt wird. Und ja, der Titel des Songs von Dirty Dancing soll dann im Grunde auch das Motto von Fannys Sommer sein, dass sie dort hoffentlich die Zeit ihres Lebens hat. Es ist ein sehr, sehr schöner, moderner und schneller Schreibstil. Ich mag das einfach gerne, wenn man mich schnell abholt, mitnimmt, aber eben an den richtigen Stellen auch so ein bisschen innehält, sodass man mit dabei sein kann. Und das hat für mich Franziska Erhardt absolut geschafft. Es gefiel mir schon in der ersten Geschichte sehr gut, wie sie das gemacht hat. Und ich fand, man erkennt den gelungenen Schreibstil auch in der zweiten Geschichte von ihr. Das Sommerfeeling hat mir unglaublich gut gefallen und auch gut getan. Gerade neben Game of Thrones, wo es ja doch ganz schön brutal zugeht, ist es ganz schön, auch was fürs Herz zu haben. Und ich mag dieses Kontrastprogramm in meinen Geschichten, wenn ich das so unterschiedlich lese oder auch dann eben eine Serie gucke, unglaublich gut, dass ich eben immer zu dem greifen kann, wonach mir gerade in dem Moment ist. Zudem haben wir hier wirklich eine ganz tolle Truppe an Menschen, die unterschiedlich sind, aber die eben auch ganz vieles verbindet. Und wie wunderbar diese Gruppendynamik funktioniert, das hat mir wirklich total Lesespaß gebracht. Und auch wenn es am Anfang ein bisschen verwirrend war mit den vielen Namen, wer ist was und wo und warum und wer, aber man ist irgendwann drin und dann gehört man eigentlich irgendwie in diese Clique mit dazu. Auch die Arbeit, die uns präsentiert wird, die wirkt für mich absolut realistisch und ich kann mir vorstellen, dass es mir als junger Mensch ja, mit keinen Verpflichtungen bestimmt auch Spaß gemacht hätte. Und ich heute immer mal noch denke, ach Mensch, hättest du doch nach deiner ersten Ausbildung einfach mal 2-3 Jahre irgendwo in der Sonne als Animateur gearbeitet. Wer weiß, was da gekommen wäre. Nicht, dass ich irgendeine Entscheidung bereue, ne? Aber ich glaube, dass das auch durchaus zu mir als sehr kommunikativer, sommerliebender Mensch sehr gut gepasst hätte. Es ist Arbeit, gar keine Frage. Und man spürt in dieser Geschichte einfach auch, wie, wenn man etwas gefunden hat, was einen Spaß macht und man macht das beruflich, dass das eben irgendwann dann nicht mehr dieser Stress ist, den man als Mensch hat, der etwas tut, was nicht seine Leidenschaft ist. Und das kommt unglaublich gut in dieser Geschichte durch, hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gebracht und man konnte so diese Leidenschaft der ja, Gruppe im Grunde einfach mitfühlen. Auch hier hatte ich so ein bisschen meine Probleme mit Fanny als Protagonistin, mit der ich auch nicht so richtig warm wurde, beziehungsweise erst sehr spät in der Geschichte, weil die mir viel zu lange zu ja, inaktiv war, zu passiv war, zu jammerig war. Und ja, jeder hat im Leben eine schlechte Phase, aber immer nur jammern ist einfach nicht meine Art. Und das nervt mich bei anderen relativ schnell. Also vor allem, wenn es so gefühlt keinen Grund gibt. Also wenn jemand sterbenskrank ist und vielleicht jammert darüber, dass er morgen stirbt, dann kann ich dieses Jammern vielleicht noch nachvollziehen. Wobei würde der jammern, wer weiß. Aber jemand, der halt so mit so Kleinigkeiten sich zum Jammern bringen, das finde ich manchmal sehr anstrengend. Das finde ich auch im echten Leben anstrengend. Und das fand ich hier im Buch anfangs tatsächlich auch sehr nervig an Fanny, dass die sich auch so passiv verhalten hat und auch ja, so hinein hat werfen lassen in die neue Aufgabe und da auch erstmal sich natürlich einfinden musste, aber das immer mit so, ja, einem jammrigen Eindruck und ich immer dachte, Mensch, Mädel, jetzt reiß dich mal zusammen und versuch das einfach zu genießen, was du hier tust und tu was, dass es dir gut geht und man kann sich eben selbst auch einfach so aus dem Tief auch mal herausholen und was ich auch nicht an ihr mochte, ist, dass sie ja zum Beispiel ihrem Ex-Freund und auch anderen nicht gemochten Menschen komische Spitznamen gegeben hat. Also vom Pfau über den Maulwurf und ich mir so dachte, macht das eine erwachsene Frau tatsächlich noch? Also, dass man mal seinen Lehrern merkwürdige Namen gibt, damit man auch so ein bisschen inkognito über die sprechen kann. Aber macht man das als erwachsener Mensch? So, da fallen meine Notizzettel schon runter. Ja, vielleicht sollte ich denen auch gleich mal einen bösen Namen geben. Ja, das fand ich ein bisschen anstrengend, ist bei mir aber wirklich so der einzige Kritikpunkt, weil alles in allem war diese Geschichte
Geschichte wirklich ein absoluter, leichter Sommer-Wohlfühlroman. Perfekt jetzt auch für den Frühling, Sommer oder wenn man sich dahin träumen möchte, weil er so alles vereint hat. Dieses Sommerfeeling, tolle Musik im Gedanken, es wurde getanzt, wir hatten eine tolle Gruppe, wir haben Urlaube erlebt und wir hatten auch so ein bisschen Flirty-Stimmung und natürlich kommt auch die Liebe nicht zu kurz. Und es war eine ganz, ganz tolle Sommergeschichte mit dieser Einschränkung auf Funny, die einfach nicht so mein Fall war. Und hätte es für mich tatsächlich noch ein bisschen runder gemacht, wenn sie einfach irgendwann in diese Aktivität gekommen wäre. Und alles in allem, mir hat es gefallen. Ich werde bei den Büchern von Franziska Ehrhardt auf jeden Fall immer mal die Augen aufhalten, weil ich sie wirklich jetzt auch so für eine Self-Publisher-Entdeckung halte, die mir jetzt schon zum zweiten Mal wirklich großen Spaß bereitet hat mit so einem kleinen Abstrich. Das finde ich aber gar nicht schlimm. Und hat mir wirklich eine ganz tolle Sommerzeit gezaubert, die ich wirklich ganz, ganz toll fand. Und das halbe Buch, das dritte Buch der Woche ist dann Der Drachenbeinthron von Ted Williams. Das ist ja der Auftakt, ich glaube, der vierteiligen Reihe Das Geheimnis der großen Schwerter. Hat knapp 1000 Seiten und in der Hörzeit sind wir bei ungekürzt 36 Stunden. Wird von Andreas Fröhlich gesprochen und ich hatte so oft diese Reihe als Empfehlung und auch dieses Buch soll ja auch die Inspiration für das Lied von Eis und Feuer von George R. Martin gewesen sein, habe ungefähr nicht ganz, glaube ich, am Sonntag die Hälfte davon gehört, habe immer gehört, wenn ich Zeit hatte, habe natürlich auch einfach Momente genutzt, in denen ich weder Serie gucken noch ein Buch lesen konnte, um dann auch zu hören und ich habe jetzt auch in dieser Woche weiter gehört und glaube, dass ich es bis Sonntag auf jeden Fall schaffe, es auch zu beenden, weil ich muss so viel sagen, es kam irgendwann der Punkt in der Geschichte, wo es unglaublich spannend wurde und man jetzt mehr hört, als man liest. Und ja gut, Game of Thrones hat es nicht getoppt oder weggedrängt, aber man hat das Bedürfnis, definitiv zu hören. Und ich werde ausführlich in der nächsten Bücherwoche darüber berichten. Macht einfach mehr Sinn als jetzt mittendrin. Also ich könnte jetzt auch heute schon drüber sprechen, aber... ich bin aber immer noch nicht ganz fertig jetzt. Ich bin auch erst über die Hälfte beim Dreh. Also von daher wäre irgendwie blöd, da jetzt zu viel zu verraten. Da packen wir das Buch lieber im Kompletten an, wenn ich es komplett gelesen habe. Und das waren sie jetzt im Grunde, die 2,5 Bücher der Woche. Nebenbei wurde natürlich auch Serie gesuchtet. Ich habe in der vergangenen Woche die zweite Staffel von Game of Thrones beendet und auch einen Großteil der dritten Staffel. Und ich habe sie jetzt auch aktuell schon beendet und werde jetzt mit der vierten Staffel anfangen. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin dieses Mal sehr emotional und intensiv dabei, habe sehr viele Weinmomente und frage mich an ganz vieler Stelle, warum man sich das eigentlich masochistisch, wie man wohl veranlagt ist, eigentlich gibt. Ich hatte größten Respekt vor der 9. Folge in der dritten Staffel. Alle Kenner wissen, was da passiert. Ich habe also tatsächlich Ablenkung gesucht und Dinge wie Haushalt gemacht, um möglichst nicht diese Folge zu gucken, einfach weil man natürlich weiß, wie entsetzlich das ist. Man kann dazu sagen, ohne zu spoilern, 9. Folgen sind in der Regel immer horrorvoll. Das fängt mit Staffel 1 an, Staffel 2 ist okay, 3, 4, 5 war auch schrecklich, Staffel 6, und in 7 gab es dann keine neuen. Gefühlt ist in der 7. Staffel überall in jeder Folge was passiert. Es wird ja, glaube ich, auch in Staffel 8 keine Folge 9 geben. Hat ja, glaube ich, auch nur 6 oder 7 Folgen. Aber das kann man einfach mal dazu sagen. Und ja, vielleicht ist es irgendwie ein Spoiler, wenn man das jetzt weiß. Aber spätestens in der 3. Staffel erkennt man das System dahinter. Und ich fand das einfach nur heftig. Also ich saß Tränen überströmt vor meinem Fernsehen und habe nur gedacht, schreie ich jetzt, weine ich jetzt, bin ich entsetzt, bin ich traurig, bin ich sprachlos. Ich hatte so viele Gefühle innerhalb von einer halben Stunde Serienzeit, dass ich einfach gedacht habe, das ist total irre. Und es passieren so viele Dinge. Man nimmt so viel wahr, was man weiß, dass irgendwie mal wichtig ist. Und man weiß natürlich, was passiert, dass man natürlich einen anderen Fokus auch auf die Dinge legt als beim ersten Mal. Und man merkt, wie wichtig manchmal auch das Ungesagte und das zwischen den Zeilen ist. Und das ist einfach nur... Es ist einfach nur der Hammer. Also man merkt, wie toll sich da eigentlich was überlegt wurde, was sich auch George R. Martin ausgedacht hat.
Und wie das auch in der Serienadaption bis hierhin sozusagen wunderbar geklappt hat. Ich muss ja sagen, ich werde ja erst ein bisschen kritischer ab Staffel 6, 7. Bis jetzt ist es wirklich eine wunderbare Serie mit Tiefgang und Konflikten und Intrigen und tollen Schauspielern und auch der Schnitt und die Musik und wie das ja, Dramaspiel im Grunde auch einfach aufgebaut ist. Also es ist einfach der Hammer. Also ich bin total verliebt und merke einfach, dass das wirklich so eine Serie ist, die zu Recht einfach in meinen Top 5 ist und die einfach großes Kino ist. Und ich bin mega, mega gehypt auf Staffel 8. Es gab ja jetzt auch den Trailer dazu und es wird auf jeden Fall auch noch ein Hangout geben zu unseren Erwartungen von Game of Thrones und haltet da im April die Augen auf. Ich werde auf jeden Fall da noch informieren und ich freue mich da einfach drauf, dass wir das machen und ja, ich bin ja auch so ein Hangout-Fan. Und ja, seid da einfach gespannt, was kommt. Ja, apropos Hangout, in dieser Woche gab es ja den Hangout mit der lieben Jackie Fairgood und der lieben Sina und Susi. Und wir haben es ja Sehnsucht nach dem Sommer-Hangout genannt, nach dem aktuellen Buch auch von der lieben Jackie. Und es hat wieder großen Spaß gemacht, auch euch im Chat mit dabei zu haben. Und ja, guckt einfach mal in die Infobox, wenn ihr den Hangout vielleicht verpasst habt. Und es wird ja im April auf jeden Fall ein bisschen mehr auch was an Hangouts geben. Ich möchte ja das Thema 18 ein bisschen in den Fokus legen und Yoga und Meditation und ähnliches, weil ich da immer wieder Fragen bekomme und ja, da würde ich mich auch freuen, wenn wir das in dem Hangout sehr, ja, gesprächig sozusagen ein bisschen miteinander angehen. Zudem habe ich ein zweites Buch angelesen. Ich möchte in diesem Monat, habe ich mir 5 Bücher vom Sub genommen, die auch schon ein bisschen länger auf dem Sub sind, um wieder so eine First-Sentence-Challenge zu machen, beziehungsweise merkt man, dass das mit einem Kapitel nicht viel klappt. Ich bin immer so bei 50, 60 Seiten, habe jetzt bei beiden Büchern aber noch kein Glück gehabt. Es wird dazu ein extra Video geben, ja, wo ich jetzt auch immer mal, wenn ich die Bücher angelesen habe, sie sozusagen schon in die Kamera halte, also so ein bisschen Videoschnipsel. Ja, seid da einfach mal gespannt. Das war aber diese Woche im Grunde auch nur so ein Anfang, wo auch relativ begründet ist, weswegen ich dazu griff, das aber dann auch einfach im Video. Ja, mehr gibt es zu dieser Woche dann auch gar nicht zu erzählen. Nein, weil es gab nicht sehr viel Zeit nebenbei. Man muss ja Prioritäten setzen und da wird alles gestrichen, was da nicht Game of Thrones heißt. Also doch, es gab mein erstes Eis in diesem Jahr. Haben wir auch gegessen. Ja, haben Geburtstag von einer lieben Freundin in der Eisdiele gefeiert. Und ja, war sehr lecker. Hatte ein Schoko-Tartuffo und das war echt... sehr, sehr lecker. Das erste Eis in diesem Jahr. Und das im März. Ja, was es so alles gibt. Ja, und meine Kamerafrau belächelt mich hier schon ganz großartig. Und ja, wir sind natürlich auch in großer Vorfreude dann auch zur Buchmesse, die ja in der nächsten Woche ist. Da könnt ihr mir gerne mal schreiben, ob ihr da auch sein werdet. Würde ich mich auf jeden Fall freuen. Auch was ihr die Woche so gelesen habt, ob ihr auch im Game of Thrones Fieber seid. Immer her mit euren Infos. Freue mich sehr auf den Austausch unten in den Kommentaren. Alle Infos findet ihr wie immer unten in der Infobox. Und ich glaube, ich habe jetzt nichts vergessen. Und ja, danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und wir sehen uns beim nächsten Video und ein schönes Wochenende natürlich noch. Macht's gut, tschüss, eure Steffi.